Hallo, mein Name ist Tom und ich begrüße dich zu deinem Lieblingsvideoformat auf YouTube, Spielsklave. Es ist ja wieder eine Weile her, es ist aber auch eine ganze Menge passiert. Kim arbeitet bereits sehr gut und ich habe die ersten Grafiken erhalten und auch schon implementiert. Es gilt da das Schwein, unser Hauptcharakter, ein paar Hintergründe sind schon gemacht, die habe ich auch schon eingepflegt. Das geht also alles gut voran. Es gibt allerdings eine Änderung, die ein bisschen gewaltiger ist, möchte ich sagen. Und zwar arbeiten wir jetzt nicht mehr in Phaser, da ich einfach das Gefühl habe, dass Phaser nicht die richtige Engine ist, um ein Spiel entwickeln zu können, welches größer wird als erwartet. Ich habe ja noch mein anderes Projekt, Rocket Knight, also wird es ja umbenannt in irgendwas anderes, keine Ahnung. Dafür reicht Phaser, aber ich glaube, für dieses Spielsklave-Projekt wird Phaser nicht reichen, weil ich einfach effizienter arbeiten muss und die Performance da ein bisschen besser einfach sein muss. Und deshalb habe ich mich jetzt für Godot entschieden. Was ist Godot, wirst du dich fragen. Godot ist eine kostenfreie Game Engine, also so ähnlich wie Unity, nur eben, dass es da kein Pro-Upgrade gibt, sondern es ist immer alles kostenfrei. Wie finanziert sich das? Durch Spenden finanziert sich das und das klappt sehr gut. Hier siehst du schon Godot, das ist, also es unterscheidet sich aber auf den ersten Blick nicht so sehr von Unity, ist halt eine Engine mit einem Editor. Die Sprache, die hier verwendet wird, ist, nennt sich GD Script, glaube ich, ja. Ne? Das ist so eine an Python angelehnte Sprache, an die man sich gewöhnen muss, sagen wir mal so. Ich mag ja keine Sprachen, die auf Tabulatoren reagieren. Also Syntax durch Tabulatoren mag ich persönlich nicht, aber na gut, man gewöhnt sich dran. Ist aber insgesamt eine sehr schöne Engine. Ich kriege mehr mit weniger Code hin und das ist ganz wichtig. Ich habe auch schon angefangen jetzt von Phaser zu Godot. Natürlich muss ich alles rüber transferieren und da habe ich jetzt angefangen. Ich habe erst ungefähr 3 Stunden da reingehauen und wir gucken einfach mal, wie das Spiel jetzt momentan aussieht. So, du siehst hier schon die kleine Statue, die wir noch vom vorherigen Spiel haben, die ich als Testgrafik benutzt habe. Wir haben hier die neuen Grafiken, die Kim schon gemacht hat, vom Schwein und von unserem Hauptcharakter. Momentan können wir nur hier auf der Welt rumrennen. Ich habe hier das ist eine sehr große Tile-Map, die ich hier momentan habe. Und die läuft sehr flüssig. Und das ist sehr gut. Das hätte Phaser in der Größenordnung alleine nicht hinbekommen. Da hätte ich ganz viel Handarbeit noch anlegen müssen. Aber hier läuft das alles out of the box, wie man so schön sagt. Auch hier, die Maps sind immer noch in Tiled Map Editor erstellt. Und dafür hat Godot ein sehr einfaches Plugin zur Verfügung gestellt, in dem ich dann die direkten Tile Maps, ohne dass ich sie in Tiled Map Editor exportieren müsste, direkt hier reinladen kann. Und das ist sehr komfortabel. Was ich hier mit der Statue auch schon probiert habe, ist das Sortieren nach Y. Das heißt, wenn ich dahinter bin, ist es vor mir. Und wenn ich davor bin, bin ich vor der Statue. Das ist auch wichtig und war wirklich sehr easy. Ich kann das Schwein inzwischen auch schon steuern. Ich mag die Animationen sehr gerne alle. Und das war das, was ich so in den ersten 3 Stunden alles hinbekommen habe. Ich muss natürlich die ganze Engine, ich habe sie zwar schon sporadisch benutzt, aber ich muss natürlich trotzdem immer wieder alles neu lernen, aber es ist tatsächlich ziemlich einfach, das hinzukriegen. Und um dir zu zeigen, wie einfach dieses Hinkriegen war, wie ich den Y, also die Sortierung mit der Statue gerade gemacht habe, hier siehst du auf der Seite gibt es ein Element, das heißt einfach nur Y-Sort. Und alles, was dort drin ist, in diesem Baumelement, wird demnach automatisch nach dem Y-Wert sortiert. Das war eigentlich schon alles. Okay, das hätte in Phaser, wäre das auch nur eine Codezeile, aber es ist bezeichnend dafür, wie einfach man die Sachen zusammenpuzzeln kann. Was mir hier auch gut gefällt, ist, dass die Struktur mich an Starling erinnert. Das ist eine Spielbibliothek, die ich benutzt habe für Flash-Spiele früher mal. Und da gab es die sogenannte Graph-API. Und zwar geht es darum, dass wir alle Elemente sind Knoten und man kann einen Knoten in einen anderen Knoten hineinhängen, sozusagen. Also wie so ein Baum. Was der Baum beliebig viele Blätter haben kann. Und das ging bei Phaser nicht. Da hatte man immer so ein Oberstate und den konnte man nicht in einen anderen State hineinhängen, sondern man musste immer sagen, das ist der State und dann ist gut. Und das war mit den Gruppierungen manchmal ein bisschen tricky. Hier ist es aber wieder sehr, sehr einfach. Das heißt, es ist einfacher zusammenzubauen. Und was auch immer wieder passieren wird, ist, dass man ein Spiel umstrukturieren muss und das sollte damit auch sehr viel einfacher vonstatten gehen. Jetzt fragst du dich vielleicht noch interessant, wo ist denn, du weißt ja, Kim, unser Grafiker, der wird von euren Patreon-Spenden finanziert
Und da fragst du dich vielleicht jetzt schon, ja, was kostet das denn alles? Momentan sind noch 246,56 Euro übrig und er hat bereits für 57,40 Euro gearbeitet. Genau, das ist eine Information, die du jede Folge bekommen solltest, weil dann irgendwann merkst du vielleicht, oh, wird wenig, vielleicht sollte man wieder ein bisschen mehr spenden, damit das Projekt vorwärts geht. Aber momentan sieht doch alles gut aus. Wenn du möchtest, unten in der Videobeschreibung sind die ganzen Links dazu, zu Patreon. In dieser Woche gibt es noch keine spielbare Version, das wird sich dann mit den nächsten Wochen langsam ändern. Ob es eine HTML5 Online-Version geben wird, weiß ich noch nicht genau. Was es aber auf keinen Fall geben wird, ist ein Multiplayer. Das kann ich schon mal versprechen, weil das einfach zu viele Seiteneffekte hat, die das Spiel unnötig komplizieren und deshalb wird der Multiplayer rausgenommen. Na gut, ich hoffe, du bist befriedigt, dass es hier weitergeht mit Spielsklave und ich hoffe, dass ich alle 2 Wochen eine Folge ungefähr, vielleicht auch alle 3 Wochen eine Folge machen kann, um dir zu zeigen, was ich gemacht habe. Ich arbeite ja gerade an Kleiner Besuch, mein Buch, und das ist jetzt in der finalen Fertigstellungsphase und danach habe ich wieder viel mehr Zeit für Spielsklave. Gut, bis zum nächsten Mal. Hi, hallo, das hier ist Eigenwerbung, 2 Videos von mir. Ich nehme an, wenn du hier schon gelandet bist, hat dir dieses Video gefallen. Das erkenne ich natürlich auch daran, dass du bereits den Like-Button gedrückt hast. Außerdem hast du einen Kommentar drunter geschrieben mit dem Inhalt, oh, das war aber schön, ich bin erregt. Und vielleicht gefällt dir eins davon, ich weiß es nicht.